Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Chris Tales. Ja, wir haben die letzte Fähigkeit ja. Ja, in der letzten Folge haben wir jetzt unsere Fähigkeiten bekommen, wiederbekommen, beziehungsweise haben wir festgestellt, dass irgendwas in der Stadt halt nicht stimmt. Oh. Chris Bell. Okay, was macht die Mutter denn hier? Mom? What are you doing out here? I have a favor to ask. Aren't you in a relationship with the most powerful man in the city? Why not ask him? It's not that simple. When Enzo came to power, he did a lot for the economy of the city. He found investors who helped us modernize the production of the rubies. Hmm. What are these rubies? They're what you get when you fuse together a lot of red crystal dust. Okay, das stimmt irgendwas nicht. Alles klar. The dust exists as a trace mineral in many things, and it has magical properties. It has many uses in magic devices, and can even be used to create armor and weapons. That's why rubies are so valuable. We've been exporting more of them than ever before, but there are things about the operation that Enzo has been hiding, even from me. One of the teams of workers that went up Mount Thysia never came back. Hmm. The official story is that they were delayed by a rock slide, but I know it's not true. And now the people in Floodside are starting to notice. I'd like for you to investigate. I'm home for one day and you're already sending me away again? No, I saw that fight you just had, and you and your friends are the only ones I know who don't work for Enzo. And you, Chris Bell, really are a time mage. Please, use your powers to find out what happened to the missing workers. I'll do it. Thank you. Come and see me privately afterwards. Okay, das werden wir dann wohl machen. Chris Bell, erst mal das Übliche. What do you want to do? I want to record a... Nee, nicht nochmal speichern, sondern wir gehen weiter zurück in die Stadt rein. Okay, ich kann... Gut, wenn ich da am Hafen bin, dann kann ich nur auch in den Hafen und in die Stadt reingehen. Hätten sie sich auch den Übergang sparen können, aber wahrscheinlich haben sie dann dadurch das Laden halt ein bisschen verhindert. Oh, okay. Na, dann gehen wir doch mal hin. Ein Papier- und Federkiels. Symbol für ein NPC oder ein Objekt zeigt an, dass ein Nebenquest startet, wenn du mit ihm interagierst. Nachdem sie begonnen hat, kannst du deine Fortschritte mit Hilfe der Questlog im Menü überprüfen. Okay. Wenn du alle Nebenquests in einem Gebiet abschließt, schaltest du neue Auswahlmöglichkeiten frei, die sich maßgeblich auf die Zukunft des Königreichs auswirken können. Ha. What is it, Chris Bell? I can see Sophia and Enzo in the past, but I can't quite hear what they're saying. Perhaps I can take a closer look. Matthias kann dir helfen, mehr über die bestimmte Ereignisse oder Person zu erfahren. Wann immer du ein Matthias-Symbol über etwas oder jemanden siehst, kannst du einfach den per Zeitsprung in ihrer Zeit springen, um ein Gespräch zu beginnen. Okay. Ich möchte trotzdem erstmal zu ihr gehen. Oh, hi. Nice to see you again. Looks like your shop is doing pretty well. I'm getting by. But progress has been hard since Enzo started monopolizing all the red crystal. You're brilliant. I'm sure you can find a solution. No. I agree with you. In fact, I think I have a solution. Go on.
We actually have a lot of old machines, bones, and other broken objects with red crystal in them already here in the city. If I had the right tech... If you don't have the equipment, who does? Well, back before we completely automated the refining process, we had hand-based tools. But I can't find one anywhere to copy its design. Where do we fit into this plan of yours? If you know someone who used to work in the extraction process 20 years ago, they might have an old one lying around. Or design. My old man might have something like that. He worked the mountain back then. Maybe we should ask Armando then. Da bastelt sie erstmal noch an den Maschinen rum, das sieht geil aus. Ja, das Bild sieht eher schöner aus. Als das. Aber wenn wir sie jünger aussehen. Ah. Okay, die Zukunft sieht ja irgendwie nicht so schön aus für die Stadt. Ach, das ist die. Ja, ist ja gut. Ich hau ja schon ab. Na komm, machen wir mal einen Zeitsprung. Ins Vergangenheit. Sophia, where are you off to? Do you mind if I tag along? Oh, Enzo! I'm so sorry, but we're running down to Floodside. I'm going to meet with that new workers' committee. They elected a representative. Oh, really? Why would you give them legitimacy by doing that? They only have power if we pay attention to them. Enzo, I just don't think it's that simple. You just don't understand, Enzo. That girl. I wish... Ach so, anscheinend wollte die schon... Oder... Wollte er schon immer was von ihr? Sieht zumindest stark danach aus. Okay. Das sieht ja interessant aus mit ihr. You're in the Wildcat Armory. Looking for any? Haben sie erstmal anklingen, dass ich dann wieder rausgehen kann. Okay. Das ist ja interessant. I just found cool, huh? You wouldn't even believe the things I'm learning at the university. Well. Finde ich Schwächen an Gegnern. Bist du einen Panzer gegen erledigen? How do you deal with an armored? That one's heavily armored opponents are usually vulnerable to more. Thank you. Das hat jetzt. Und da fliegt sie auf dran. Okay. Geh doch mal kurz in die Kathedrale rein. Ich frag mich nämlich gerade, wie das hier vor. Okay. Wie sieht das denn hier in Zukunft aus? Hä? Moment. Ja, das ist ja Papst oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Was haben wir eigentlich hier unten? There's no need to go here. Okay. Da unten haben wir jetzt erstmal nicht so viel, was wichtig ist, dass ich das jetzt machen könnte. Wir müssen mit Armando reden. Meine Armando war der Vater. Dann gehen wir mal zu dem Vater jetzt. Gehen wir diesmal mal links rum. In der letzten Folge sind wir ja rechts hochgegangen. Dann gehen wir jetzt mal links hier runter. Oh.
Okay, in der Zukunft ist hier alles überflutet. Krass. Alter. Herr Unmüll schwimmt halt rum. Hm. Krass. Ey, das ist ja heftig. Na komm. You look just 50 more. Ja. Come on, einmal ausruhen. Hier ist es ein bisschen billiger als oben in der Stadt. Da können wir das auch mal eben hier unten machen. So. Beautiful. So, dann gehen wir mal weiter. Ach, krass. In der Zukunft ist hier alles überflutet. Das heißt, sie tun hier... Where is everybody? Wait a second. Dad? Wait. Let's just listen for a minute. Hm? Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Mal gucken. Heißt, wir gehen dann, wir hören jetzt uns mal wirklich an, was sie dazu sagen haben, warum die sich auch versammelt haben. My father is a patient man, but even he knows it's time to take action. We need to start a revolution if we want a better future for our children. It's time for the hands that built this town to take a share of its riches. No more low pay for dangerous work. No more breaking our backs without a chance to even see a doctor. No more wearing rags and living in hovels. They say they need more red crystal for the war. But what does it matter to us who rules in Crystallis if we just suffer and die like animals here? Your father has a rather deft way with words. I don't know that words matter if you don't have the power to back them up. But he's right. What did you say? Mr. Armando is right. I've seen the future, and I know that this whole district will be permanently flooded, and everyone will be gone. Wait, is she for real? You're one of those time mages who came with my son, aren't you? Can you really see our future? It is true. I can see that this whole district will be flooded permanently. But I also learned that nothing is inevitable. I'm sure you can stop it. Well, whatever you claim to see in the future, I can see the present. And I know that they will try to crush us. But we will not let them. No more mysterious disappearances on the mountain. Let them try to replace us with automatons. They will fail. The wealth of St. Clarity will belong to those who work for it. You give a rousing speech, sir. I speak the truth. That's all any of us can do. The hardest burden to bear? Ja, wenn ich hier so die Zukunft sehe, kann ich das schon nachvollziehen, dass er so handelt. I think I must have eaten something bad. Hm. So, was haben wir denn für... If you really want to help... Ach so, warte mal, vielleicht muss ich nochmal mit ihm reden. Hey, Dad. Oh, Christopher. I'm glad to see you're still around. You used to work on the mountain, back when they still used hand tools? Huh. Straight down to business, I see. You were like, what, a supervisor, right? Yes, I was one of the few who knew how to read. So, do you have any old documents from then? Old repair guides and stuff? What are you up to, exactly? We're trying to help, really. All right, then. They're in the boxes beside the house. Okay. But you should know, a lot of them got damaged a few years back. I should have gotten rid of them a long time ago. Also vor langer Zeit waren die noch zerstört. Das heißt, vielleicht müssen wir dann auch einen Zeitsprung machen.
Ach so, das sind diese Dokumente hier. Ja, wir müssen einen Zeitsprung hier machen. Wenn er sich wenigstens schneller bewegen könnte. Das ist auch eine Kiste. Kann man die auch öffnen? Ah. This box contains some old, damaged papers. Perhaps they were blueprints once. Okay. This box contains... Ja. Moment, ich frage mich auch gerade was. Bevor ich jetzt wieder ewig laufe. Frage mich, warum die Blumen hier so leuchten. A beautiful... Okay, das war's. Vielleicht kann ich damit irgendwas noch in Zukunft machen. Ja, ist ja gut und schön. He was right. He's a... Maybe we can do something about that. Ach so, na toll. Wahrscheinlich jetzt erst. These must be the... Okay, da haben wir die Pläne. Manchmal sollte man auch erstmal einen Schritt machen, bevor man schon zwei Schritte vorher handelt. Moment, ich frage mich gerade. Ich sollte mich zuerst in der Nähe von Crispin aufhalten. Achso. A beautiful red rose. Oh, da geht mein Controller einfach aus. Wahrscheinlich ist die Batterie ein wenig leer. Ah, jetzt muss... Okay. Ich muss kurz pausieren, bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder mit voll aufgeladener Batterie und zu allen Schandtaten bereit. Ich frage mich jetzt gerade, ob noch hier irgendwas in der Vergangenheit gewesen ist. Anscheinend nicht, okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Alles voller Algen hier. Da frage ich mich, wie kommt man denn in Zukunft in der Stadt hier rein? Wenn hier eh alles überflutet worden ist. Ah, hier oben scheint ja alles normal zu sein. Obwohl es halt der Stadt dann auch nicht so gut gehen wird. Were these the documents you were looking for? Wow. They look like the drafting ink is still fresh. Was Armando keeping these in a sealed glass case? Nah, but we have some tricks. Wow. These almost make me feel nostalgic. That's... Oh, I didn't think about this part. Let me guess. There's another request somewhere in that statement. Ah, well, guilty as charged. If I'm going to rebuild this, I'm going to need a power cell. Well, this is gonna be difficult. I need a power cell now. Maybe you could find one in an old robot somewhere? I doubt we'll be able to find something like that, but we'll do our best. Müssen wir jetzt irgendwo in der Stadt nach einem alten Roboter suchen? Oh Gott, da ist der König. Oh, sie sieht ihren Sohn. Ein alter Roboter. Ist dann nur die Frage, wo wird man einen alten Roboter finden? Die ist aber auch komisch. Ich hoffe, ich frage mich, ob das noch sich aufklärt, was mit der Katze da ist. Aber ich denke mal, mit alten Roboter meint sie echt hier halt wirklich einen alten Roboter. Also, dass wir nochmal in der Vergangenheit reisen müssen und halt,
Get out of here. Ja, ist ja gut. Und dann gucken müssen, wo einer ist. So, dann müssen wir nochmal vielleicht in die Stadt runtergehen. Vielleicht finden wir unten ja einen. Wenn ihr wissen, ein bisschen schneller laufen könnte. Bin mal gespannt, wo wir den dann finden werden. Der kann ja nur hier irgendwo hier unten sein. Muss ich mal ein bisschen die linke Spalte im Auge behalten. If you really want to help the people of this city. Okay, da ist kein Roboter. Jetzt aber auch nicht so wirklich. Da bin ich mal gespannt, wo ich den finden werde. Ach, warte mal. Ah ne, da ist auch keiner, okay. Ne, da ist auch kein alter Roboter, okay. Oder vielleicht muss er gar nicht so alt sein, sondern... Ach schade, den kann ich nicht anklicken. Warte mal, ich frage mich... Hoppla. Ist hier vielleicht doch ein alter Roboter? Ach, guck mal einer an. So, reiß mal in die Vergangenheit. Ja, ist okay. Können wir da vielleicht noch irgendwas finden? Achso, nee, okay. Oder? Moment, ich geh nochmal zurück. Okay, hier geht's gar nicht mehr weiter. If you really want to... jetzt frage ich mich allerdings gerade, kann man da auch irgendwie... Dark Questlock. Der rote Berg. Notwendige Vertonung, Energiezelle. Die Baupläne sind schon... Die Energiezelle basieren auf traditionellen roten Kristallen. Nach Arti hat noch ein anderes Mineralien beigemischt, um das Design zu verbessern. Aber Arti braucht nur eine Energiezelle zur Verwirklichung der Form. Wo könnte man... In der Energiezelle. Vielleicht finde ich ja gar nicht mal hier die Energiezelle. Sondern eher in auf diesen... Shall we make a record? Speicher mal kurz. I want to record. So, dann gehen wir mal raus. Das ist ja eine Nebenquest. Jetzt kann ich die ja, denke ich mal, abschließen, wann ich sie möchte. Jetzt gehen wir mal in Richtung Westen. Sind das die Berge? Ganz schön viele Kisten hier. Aber ich glaube, das sind die Berge. Hier sind auf jeden Fall sehr viele... Oh. Rote Kristalle. Da braucht auch wer wohl Hilfe. Ja. So. Aber bevor ich weitergehe, würde ich sagen, verabschiede ich mich mal mit der Folge schon mal. Muss ja nicht jede Folge 30 Minuten gehen. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bin mal gespannt, wie sich die Story entwickelt und was für Konsequenzen unsere Handlung haben werden.
Also wie gesagt, ich bedanke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.